Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Gut, wir sind hier wieder zurück in unserer Spawn-Nähe. Und wir müssen uns um Essen kümmern. Wir haben zwar wegen dem Peaceful-Modus wieder voll Energie, aber uns fehlt Hunger, also wir müssen essen. Da haben wir noch. So. Oh. Ja, wir müssen vielleicht eine Kiste bauen. So. Gut. Der Server kommt bald. Gibt noch ein paar Probleme. Und ja, wir warten noch auf ein paar Sachen und dann geht's los. Ja, ich habe viel geplant. Ihr könnt viel machen auf dem Server. Und ja, so eine Art Rollenspiel-Server werden mit Bausachen. Das ist eigentlich nicht viel anders wie hier. So, ich muss die aber rausnehmen. Ja, nehmen wir noch Lauch, Zucchini und Salat. Oh, Salat. Und jetzt müssen wir hier irgendwo eine Fläche finden, wo wir anpflanzen können. So. Ja, müssen es hier machen. Mehr können wir hier leider nicht machen. Weil hier rechts, hier kommt dann der Baum hin und da wollen wir nicht den Garten haben. Deshalb hier. So, dankeschön für die ersten Kommentare und auch für die ersten Likes. Ihr dürft jederzeit wünschen, ihr dürft jederzeit irgendwas diskutieren mit mir oder mit anderen, ihr dürft jederzeit ein bisschen besprechen oder so. Also es gibt viel zu tun, vor allem für mich, wenn ich alle Kommentare so beantworten möchte. Und freut mich, dass es so gut ankommt. Ich hoffe, es bleibt so. Und ich werde auch dann wieder ein bisschen besser mit der Stimme und dem Dialekt. Ist es halt auch immer wieder so, dass ich so ein bisschen zurückfahre und dann wieder Schweizerdeutsch eher rede. Aber sollte eigentlich gut genug sein, oder? Und aber ihr dürft ja eben immer wieder Kritik äußern, wenn mal irgendwas nicht gut ist. Und was ich noch Probleme habe, ist so ein bisschen mit der Konzentration. Einfach nebenbei, neben dem Spielen noch zu reden und so, aber das kommt auch bald wieder besser. Und ich konnte es mal recht gut, aber es braucht halt einige Zeit. So, und mit dem Server und dem Let's Play möchte ich auch ein bisschen die Leute verbinden. Und es macht einfach mega Spaß. Ich habe schon so viele tolle Kollegen getroffen und eben kennengelernt. Das ist einfach cool und das mache ich natürlich auch weiterhin, aber ihr müsst bedenken, dass ich Fußballer bin und eigentlich schon den ganzen Tag am Fußball spielen bin, jeden Tag Fußball spiele und das auf die vor allem auf die Konzentration und auf die Kräfte auswirkt. Ja, ich wollte eine Axt bauen, aber wir haben kein Eisen mehr.
Machen wir eine Steinaxt und eine Steinschaufel. So. Und machen hier. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, egal, ob es Beeren sind oder Samen. Aber schon gut, wenn es Samen sind, die man einpflanzt. So. Ja, hübsch hier. Jetzt fehlen nur noch die Gebäude. ja, so ein gigantischer Baum hat halt auch riesige Wurzeln und ich möchte das so machen, dass man einfach an den Wurzeln dann so noch Gebäude haben, Lager, und was ich so unterhalb der Wurzeln, also der Hauptwurzeln so mache, das möchte ich noch nicht sagen, aber es wird sehr cool, weil es gab es, glaube ich, noch nie. Es ist etwas, das völlig neu ist in dieser Position. Natürlich, jeder will es machen in Minecraft. Oder hat es schon gemacht. Aber es wird sehr cool. Vor allem, weil wir so viele Baumaterialien haben. So. Ja, wir haben keinen Knochen, oder? Keine Knochen. Haben wir Knochen? Doch, einen Knochen haben wir. Dann machen wir das sofort. Kurz die Beeren. Die Beeren sind das Wichtigste, oder? Ja. Oh. Toll, geht nicht mal. Weil aus den Beeren kommen wir, ja, sag schon, Säfte machen. Aus dem Squisher. Entsafter, glaube ich, auf Deutsch. Und dazu brauchen wir ein bisschen Stein. Für die Slabs und, glaube ich, Cobblestone haben wir. Also alle Dings sind eigentlich Cobblestone. Grünschiefer. Ich glaube, Diorit nicht. Der Dolomit. Das ist auch Koppel. So. Zwei brauchen wir. So. Müssen wir eine. Nein, wir müssen einen Slab machen. Drei brauchen wir. So. Ein Slab. Dann hier. Dann. Oh. Hat sich da der Ding geändert? Harvest. Saftpresse heißt es, okay. Ah, Druckplatte. Ah, das mag ich nicht. Hab's doch richtig im Kopf gehabt. Toll, und jetzt brauchen wir noch einen normalen Stein. Ja, jetzt haben wir es. Gut, dann machen wir das mal hier auf, aber können es nicht. Wieso können wir es nicht? Das ist ein Stoffgarten. Ah, jetzt. Wir müssen es hinstellen. So, Baumwolle ist auch sehr wichtig. Gut, dass wir auf Peaceful haben. Ich möchte es einfach auf Peaceful lassen. Ich will jetzt nicht unbedingt so eine Herausforderung und sagen, ja, ich habe immer wieder Monster an und so. Weil es ist ein Bauprojekt und kein Survival-Projekt. Also es ist schon ein Survival-Projekt, aber nicht die Hauptsache Survival. Zum Beispiel Gronkh macht das ja auch so mit seinem Let's Play. Dass er einfach mal Monster aus hat, um einfach die Kontrolle und so die, nicht immer dieses, oh, ich muss von Creeper, ach, okay, man muss immer alles ausleuchten. Das ist nicht so toll. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Licht, dass es auch in der Nacht wächst. Und ja, können die Gegend mal erkunden oder so. Ja, zuerst müssen wir unbedingt Essen haben. Bisschen mehr
Kerne wären toll, aber ja, es droppen fast keine. Eine Milchkappe. Kenne ich jetzt aus dem Real Life nicht. Ich bin so einer Pilzexperte von meinem Großvater. Der hat mir immer alles erklärt, was das für Pilze sind und ob sie giftig sind und so. Und wir haben auch viel gegessen. Ganz wildbilde. Also so richtig wilde. Ohne dass irgendwie. Ja, die wachsen halt einfach im Wald. So. Und. Ja, da bekommt man recht viel Wissen darüber. Man lernt sehr viel. Kann man das auch irgendwie anpflanzen? Ja, das gelbe Farbstoff. Ich lege es mal nochmals hin. Ja, die Blätter sind einfach ein bisschen nervig. So. Also. Ja, dann gehen wir ein bisschen erkunden. Tun dann die Kühe züchten. Also hier unten waren wir noch nicht. Da hat es noch Bärensträucher. Die nehme ich jetzt gerade mal so mit. Damit es nur einen Platz verschwendet. Und ja, hier haben wir Schweine. Irgendwo habe ich Hühner gesehen. Das ist sehr gut. Oh. Was ist denn das hier auf der Karte? Ein dunkles Land. Ein böses Land. Ja, können wir ein gutes Rollenspiel machen. Ein böses Gebiet. Oh. Es ist zwar jetzt nicht so böse. Aber schon irgendwie, also. Ja, hier kommt dann der böse Baum hin. Der dürre Baum. Ja, hier haben wir Hühner. Und hier haben wir diese Gooseberries wieder ab. Die möchte ich dann mit der Schere abbauen. So, ein Krautgarten haben wir auch noch. Kübisgarten, ja. Der Kübisgarten. Da haben wir diese Poison-Pilze. Giftpilze. Knollenblätterpilze. Kürbisse. Können auch im Grundgarten drin sein. Ich lasse mal bei einem. Ich möchte die am liebsten hier einfach lassen. Oh. Wie heißt das Biom wieder? Ist das nicht der, irgendwie mit Rainforest. Oh, die haben wir noch, die Tropical Garden. Tropischer Garten wahrscheinlich, ja. Jo. Schön, dass es der Mod auch noch auf Deutsch jetzt gibt. Ja, schon länger, aber in den Modpacks ist es nie Deutsch. Ich möchte kurz schauen. Ja, genau, der Rainforest Temperate. Also eine Art Regenwald. Das ist doch auch irgendwie. Nein, das ist Plants Megapack. Ja, wahrscheinlich kann man auch etwas. Ja, ich probiere es jetzt mal. Nein, so nicht. Ja, Leben werden wir in der Farmwelt farmen natürlich. So. Gehen wir wieder zurück. Was ist denn das? Chanterelle. Oh, Quarz. Ein Quarzschloss machen. Ui. Ja, das wird noch. Das wird noch etwas. Das wollte ich schon immer im alten Kingdom-Projekt machen. Und ja, wir hatten einfach viel zu tun und das lenkte so extrem ab. Das muss
eigentlich nicht. Zwar müssen wir halt auch verzichten in diesem Let's Play auf bestimmte Sachen, aber mal ehrlich, das gibt's in jedem Let's Play. Also ich möchte mich ein bisschen absondern von diesen, ja, Let's Plays, die auch nicht lange gehen. Ich möchte lange Projekte machen. Hab zwar die Motivation meistens dann nicht mehr so, aber ja, mal ein bisschen dranbleiben, das ist kein Problem. So. Gut, wir haben schon einen großen Garten. Müssen den bald expandieren. Dann machen wir mal. Ja, müssen Kisten machen. Machen wir ein bisschen mehr Kisten. Also eine, zwei, drei. Ja, drei. Gut. Eine möchte ich ja hier lassen. Und nehme die anderen Sachen raus für den Garten. Ja, was brauche ich nicht. Einen Apfel muss ich nicht unbedingt im Garten anpflanzen. Und machen den Garten jetzt hier entlang des Flusses. Ja, hier. Hallo Kuh. So, nein. Ich möchte die hier rein tun und die anpflanzen. So. Die anpflanzen und ernten. Ja, hier haben wir genug Kürbisse. Ihr seht's. Hier haben wir Sesam. Ist das neu? Cool. Und Winterkürbis. Winterkürbis kenne ich auch nicht. Ich bin ja einer, der gerne Früchte isst. Und viele Früchte kenne. Und Winterkürbis habe ich noch nie gesehen in einem Supermarkt. Haben wir noch eins? Ne, wir haben keins mehr, gell? Keiner dieser also Gartens. So. Also, die pflanze ich an. Kerzennussbeere nicht. Traube auch nicht. Aber eine Ananas möchte ich umpflanzen. Kürbis lasse ich noch. Und Sesam. Oh ja, Sesam. Ich mag Sesambrötchen. Die sind lecker. So, eine Ananas bitte pflanzen. Wir lassen es jetzt noch ungeordnet. Später ordnen wir natürlich das alles. Machen riesige Felder. Ja, haben leider eben nichts, was wächst. Das ist, ja, ich möchte ja eigentlich noch in diesem Part mich vorbereiten wieder aufs Farmen, das Essen-Ding, aber es geht so lange. Nun gut, machen wir dann Anfang des nächsten Parts halt auch wieder ein bisschen Gartenarbeit. Oder ich kann es ja mal ein bisschen lassen. Ja, genau. Dann können wir dann direkt loslegen. Ja, der Part ist leider schon wieder vorbei. Schade, dass, ja, YouTube so ein bisschen Probleme hat mit längeren Parts. Und ich möchte einfach 20 Minuten lassen. Dann, ja, können Sie das auch ganz schauen. Auf einmal und so, ich merke immer wieder, wenn ich längere Videos mache, dann werden die Parts nicht ganz geschaut oder vieles übersprungen und ja, dann bringt es halt auch nicht so viel. Und so bringt es recht gut sowas und ja, wenn es gut ankommt, mache ich natürlich auch 2 oder 3 Parts pro Tag. Ich passe es euch an und ja, ihr dürft eben mitentscheiden und mitgestalten und alles Mögliche. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ja, liebe Grüße von eurem Drago Basler. Tschüss.